Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Es ist 4.08 Uhr und wir haben heute den 21.01.19 und heute ist Mondfinsternis. Ich habe einfach mal so gedacht, ich stehe mal früher auf und schaue mir das Ganze mal an und versuche das Ganze mal zu fotografieren. Und ob das Ganze so wird, das zeige ich euch heute in diesem Video. Und ja, viel Spaß. So, ich bin jetzt hier draußen und ich benutze jetzt die 700D, also meine Cam. Dann benutze ich jetzt hier ein 18 bis 135 mm. Habe ein bisschen reingezoomt, weil ich habe gehört, das ist besser, wenn man bei so welchen Teleobjektiven ein bisschen reinzoomt. Das war jetzt kein riesen Tele, aber habe es einfach mal gemacht. Ein bisschen schaden kann es ja nicht. Manuell fokussiert, bin auch im manuellen Modus drin. Und das sind jetzt also meine Einstellungen, mit denen ich eigentlich ganz zufrieden bin. Eine 125. als Verschlusszeit, eine Blende von F8 und ein ISO von 200. So, jetzt kann ich mal ein Bild zeigen. Das Problem ist halt, man kommt halt mit 135 mm halt nicht allzu weit. Darum muss ich halt schon relativ stark reinzoomen. Aber es geht, denke ich, gerade noch. Also auf dem kleinen Display sieht es gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem großen Display aussieht. Also ich blende euch das Bild am besten jetzt mal ein und zoome da mal ein bisschen rein. Also es geht, aber ist natürlich jetzt nicht perfekt. Aber mal gucken, wie hier das Ganze jetzt weiter verläuft. Also das ist jetzt aktueller Status. Das Bild habe ich vor 3 Minuten jetzt hier gemacht. Und ja, es ist relativ kalt. Also man sieht es auch vor der Linse, wenn ich atme. Oder so lustige Rauchwolken, also so Nebelwolken. Und ja, ich ziehe jetzt meine Handschuhe an, denn wir haben es minus 11 Grad und es ist schon relativ kalt. Also, ich gebe euch weiteren Status, wenn es weiteren Status gibt. So, neues Zwischenupdate. Ihr seht jetzt hier, der Mond ist schon zur Hälfte im Rot. Aber es ist halt schwierig zu fotografieren, auch das, weil ich probiere gleich mal so eine Stack-Funktion, also das Ganze mal zu stacken, so dass ich beides, zwei Fotos mache und das Ganze am Rechner zusammensetze, weil ihr seht es auch hier gerade, ich blende euch das Bild nochmal ein. Auf der einen Seite ist es halt dieser rote Mond, diese Mondfinsternis rot, und auf der anderen Seite ist halt noch dieser normaler Mond, ich kann gar nicht sprechen so früh, es ist halt schwierig zu fotografieren, weil das eine ist halt extrem dunkel, relativ dunkel, und das andere ist halt relativ hell. Und das so aufgenommen zu bekommen, ist halt schwierig. Und ich kann auch mal meine Einstellungen zeigen. Ich liege aktuell bei einer 1/8 Sekunde, eine Blende von F5.6 und ISO 800. Finde ich auch nicht so geil, aber mal gucken, was es wird. Und ich probiere jetzt mal zwei Aufnahmen zu machen vom Mond. Einmal, wo die rote Seite richtig belichtet ist und die andere. Und rechne das zusammen. Und das werdet ihr dann zwar hinterher sehen, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber mal schauen. Ja, kleines Status-Update. So. Es ist jetzt, die Mondfinsternis ist jetzt komplett, also der Mond ist jetzt komplett rot. Ich habe jetzt schon ein paar Shots gemacht und es ist einfach, ich mal gucken, also Display ist noch nicht so zu 100% überzeugend. Ich schaue dann einfach heute nach der Schule mal, wie das Ganze so geworden ist. Es ist auf jeden Fall richtig kalt, also mir ist persönlich ziemlich kalt. Und ich gucke es auch gleich rein, weil, ja, es ist einfach nur kalt, wir haben es minus 11 Grad, meine Hände zittern und meine Finger sind, obwohl ich Handschuhe anhab, aber ich kann mit den einen Handschuhen, muss ich halt irgendwas, vielleicht mal diesen Shot hier zum Beispiel machen mit dem Handy und an der Kamera bedienen, weil die Finger von diesen Handschuhen sind halt trotzdem relativ dick und diese kleinen Tasten hier zu drücken, ist nicht so ganz so einfach. Und ja, so, dann würde ich sagen, gucke ich mal rein und ja. Wir haben es jetzt 2 Tage später und jetzt möchte ich mal mein Fazit dazu geben, wie das Ganze war, die Mondfinsternis zu fotografieren. Ich würde sagen, fangen wir mit dem frühen Aufstehen an. Das ging eigentlich, war gar nicht so schlimm, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Das Einzige, was ein bisschen doof war, war, dass es sehr kalt war, also wir hatten es minus 11 Grad. Und das geht für die erste halbe Stunde eigentlich voll klar. Aber wenn du länger, so als eine Stunde draußen stehst bei der Kälte, ist das Ganze schon ziemlich blöd. Ich hatte zwar Handschuhe angezogen, aber meine Kamera hat halt relativ kleine Knöpfe und da muss man halt den Handschuh mal ausziehen, um die Kamera richtig zu bedienen und irgendwo da und irgendwo anders drauf zu drücken, um mal rein zu zoomen ins Bild über die Live View und. Also muss ich meistens immer einen Handschuh ausziehen, um auch zum Beispiel mit dem Handy eine kleine Videoaufnahme zu machen, was ich dann gerade eben mache.
Also das war ein bisschen blöd, aber das ist halt wetterabhängig und hat jetzt nicht so viel mit dem Fotografieren zu tun. Also die Mondfinsternis war eigentlich sehr cool, man hat sie eigentlich relativ gut gesehen, meiner Meinung nach. Und es war auch so an sich eigentlich ganz cool, mal den Mond zu beobachten, wie der halt da rein, nee, wie der Schatten da also reinzieht. Und fand ich persönlich ziemlich interessant. Kommen wir zu den Fotos. Die Fotos sind eigentlich relativ gut geworden. Ich hatte bloß Probleme mit der Schärfe, wo dann die Mondfinsternis eingetreten ist, weil ich dann nicht mal so ganz richtig fokussieren konnte, weil ich hatte den ISO dann noch hochgezogen, weil ich sonst zu lange belichten hätten müssen. Und das wäre dann halt blöd gewesen, weil dann hätte man einen kleinen Schleier gehabt, weil der Mond bewegt sich ja auch mit. Das ist sogar relativ schnell. Also der Mond bewegt sich relativ schnell, denkt man gar nicht so sehr. Aber wenn man da mal reinzoomt und dann im Live das Ganze sich mal anguckt, bewegt er sich schon relativ schnell. Also muss man die ganze Zeit die Kamera nachstellen, neu fokussieren. Und das war halt eben dann, wo die Mondfinsternis halt da war, nicht mehr ganz so einfach. Denn ich habe, wie gesagt, den ISO angezogen, um die Belichtungszeit kürzer zu halten. Und da war der Live-View halt auch schon sehr verrauscht. Und man wusste halt nicht mehr ganz genau, ist der Fokus jetzt richtig oder ist er nicht. Und das war halt ein bisschen blöd. Und darum ist das Foto, wo die Mondfinsternis da ist, auch nicht allzu scharf, wie wo der Mond, wo die Mondfinsternis noch nicht da war. Und das war eigentlich das Einzige. So an sich war es echt cool zu fotografieren, hat echt mega Spaß gemacht, das Ganze mal so zu machen. Und ich hoffe, euch hat das Ganze auch mal gefallen in diesem kleinen Video. Ja, das war's eigentlich. Noch eine kleine Information. Wer noch mehr Behind-the-Scenes-Aufnahmen haben möchte, der kann mal bei Instagram vorbeischauen. Ich blende euch jetzt mal hier die Story ein, wo ich über die Mondfinsternis geredet habe oder ein paar Sachen hinter den Kulissen gezeigt habe von der Mondfinsternis. Also wenn ihr da auch keine Sachen verpassen wollt und da immer up-to-date bleiben wollt, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort heiße ich auch wie auf YouTube TechLike. Habe ich euch auch noch unten in der Infobox verlinkt. Ja, dann war es das eigentlich auch mit diesem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Video. Ciao.